Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nur um zwei ganz kurze Updates rund um unsere Online-Kurse, denn wir haben einerseits unseren ganz günstigen Beginner-Online-Kurs, der ja noch von April 2019 war, einmal komplett neu aufgenommen und auch noch erweitert. Und andererseits haben wir einen neuen Online-Kurs rund um das Thema Smart Metering fertiggestellt und jetzt gerade veröffentlicht. Das sind zwei ganz spannende Themen. Gehen wir einmal zum Beginner-Kurs, der ja für 19 Euro seit einer ganzen Weile schon zur Verfügung steht. Wie gesagt, April 2019. Seitdem haben sich aber auch verschiedene Sachen in der Energiewirtschaft entwickelt. Das heißt, diese ursprünglichen anderthalb Stunden Inhalt, die waren zwar nicht mehr falsch, aber die waren trotzdem nicht mehr ganz up to date. Und dementsprechend, wer sich in den letzten Tagen schon mal eingeloggt hatte, nachdem er diesen Kurs ja irgendwann vielleicht gekauft hat, der hat dann bemerkt, oh ja, der ist es irgendwie 2,5 Stunden lang. Denn tatsächlich, wir haben ihn ein bisschen erweitert. Einerseits ist natürlich mir passiert, dass ich da einfach ein bisschen mehr noch erklärt habe als beim letzten Mal, immer noch auf einer sehr hohen Flughöhe, dass es wirklich für absolute Beginner gedacht ist, zum allerersten erstmal verstehen, wie ist die Energiewirtschaft aufgebaut, da ist es genau richtig. Und wir haben aber noch drei weitere Themen mit reingenommen. Wir haben drei Bonusvideos jetzt produziert. Einmal zum Thema Smart Metering, weil da eben wirklich viel gerade sich auch entwickelt hat. Das soll ein bisschen greifbar werden für die grundlegende Energiewirtschaft, weil das ja auch ein absolut wichtiger Faktor für eigentlich alle Aspekte der Energiebranche nun ist, der sich jetzt gerade ja weiter noch ausbildet. Und dann haben wir noch die Themen Gaswirtschaft und Fernwärme erklärt. Denn dieser Kurs dreht sich ja weitestgehend um die Stromwirtschaft, weil die am einfachsten und greifbarsten zu erklären ist. Und wir wollen hier am Ende eben nochmal rüberbringen, naja, die Gaswirtschaft, die unterscheidet sich ein bisschen und die Fernwärme, die unterscheidet sich fundamental von der Strombranche und von der Regulierung, die es dort gibt. Und deswegen haben wir das hier nochmal als extra Inhalte produziert und eben sofort zur Verfügung gestellt. Heißt, wer diesen Kurs irgendwann schon mal gekauft hat und hier einen Zugang hat auf nlenf.de, der hat diese Inhalte sofort schon freigeschaltet bekommen. Keine zusätzlichen Kosten, kein zusätzlicher Kauf, das ist einfach sofort schon online. Das heißt, Variante 2 ist das für jeden hier schon zugänglich. Und weiterhin kostet dieser Kurs auch nur 19 Euro. Der soll nämlich für jeden wirklich zugänglich sein und für jeden den absoluten Einstiegspunkt in die Branche bedeuten. Und damit sind wir, denke ich, weiterhin hier wirklich gut aufgestellt. Wer jetzt aber mehr haben will, da gibt es ja nicht nur unseren großen Online-Kurs für 400 Euro. Wir haben jetzt eben auch gesagt, wir wollen ein paar Fachkurse veröffentlichen für die diversesten Themen. Und da ist das Smart Metering das erste Thema. Der ist jetzt online seit wenigen Momenten auch zu kaufen und wird in über 3 Stunden Videolaufzeit dann doch ganz detailliert rüberbringen, was sind die konkreten Hintergründe, die sich im Smart Metering eben ergeben. Da soll es nicht nur darum gehen, was ist das und wann kommt diese Smart Meter, was ist der Rollout und was ist in den Gesetzen, nee, sondern wirklich richtig alltäglich erklären, was bedeutet denn das für die Energieunternehmen und was passiert da im Hintergrund. Was sind die Grundlagen dafür, dort Geschäftsmodelle zu entwickeln? Das wollen wir mit diesem Kurs rüberbringen. Und deswegen ist das als Fachkurs ja auch ein B2B-Produkt. Das heißt, ihr als Mitarbeiter eines Stadtwerks, Energieunternehmens, eines Messstellenbetreibers, eines Dienstleisters, Startups, was auch immer, sollt das praktisch von eurem Arbeitgeber für euch kaufen lassen oder dort entsprechend in Rechnung geben können. Deswegen kostet er hier eben auch ein bisschen mehr, ist eben ein Fachkurs. Aber bei Digistore24, unserem Zahlungsabwickler, gibt es auch eine Ratenzahlungsmöglichkeit, falls man das eben privat sich kaufen möchte und dort der Weg eben besser ist, das monatlich abzubezahlen. Ganz wichtiger Hinweis, den haben wir meistens nicht so richtig in den Vordergrund gerückt. Ihr habt ganz pauschal über Digistore auch ein Rückgaberecht. Falls also unsere Produkte nicht das sind, was wir euch eigentlich vorher behauptet haben, dann könnt ihr das komplett automatisiert über Digistore24 reklamieren und kriegt dann ja auch sofort das Geld zurück, wenn ihr entsprechend sagen könnt, naja, das war jetzt wirklich nicht das, was wir gedacht haben. Tatsächlich wurde das auch bisher zu 0,0% in Anspruch genommen. Das macht mich natürlich auch ein bisschen stolz. Jetzt aber erstmal noch zu diesen Inhalten von dem entsprechenden Fachkurs. Wenn ihr dann den gekauft habt und euch einloggt, dann könnt ihr auf diesen Kurs zugreifen und dann seht ihr hier eine ganze Menge interessante Inhalte. Natürlich erklären wir am Anfang auch, ja, was ist denn jetzt so ein Smart Meter und was sind denn die Unterschiede zwischen der modernen Messeinrichtung und dem intelligenten Messsystem. Aber nicht nur das, wir gehen dann eben doch noch eine ganze Stufe tiefer rein und erklären im
wirklich die Hintergründe, wie funktioniert dann nachher die Kommunikation mit dem Gateway, was macht das Gateway und was passiert dann eben auch dort noch des Weiteren. Wir wollen das viel, viel greifbarer machen und dann eben auch diese ganzen Hintergründe nochmal genauer aufzeigen. Da, wo es auch hilfreiche weitere Dokumente gibt, dann verlinken wir die oder dann nehmen wir die hier mit rein und weisen euch darauf hin, welche weiteren Quellen ihr eben auch noch mit anschauen könntet. Vor allem ist ja aber auch wichtig, nicht nur, was sind jetzt so diese Infos, die die Hersteller brauchten für ihre Zertifizierung, sondern natürlich vor allem, was brauchen wir als Energieunternehmen für die Geschäftsmodelle, für die Wertschöpfung, die wir es hier eben schaffen wollen. Und da geht es dann im Bereich der Digitalisierung der Energiewende, der Standardisierungsstrategie und vor allem des Stufenmodells zur Digitalisierung der Energiewende eine ganze Menge Hintergründe, die wichtig sind für die eigene Geschäftsmodellentwicklung. Und da haben wir wirklich eine ganze Menge reingesteckt und zeigen euch hier auf, was man dort eben beachten müsste, was die einzelnen technischen Funktionsbausteine konkret bedeuten, wie die sich in Systemanwendungsfälle übersetzen lassen und wie sich daraus wieder die energiewirtschaftlichen echten Anwendungsfälle zeigen, die man dann eben als Grundlage für die eigene Wertschöpfung etablieren kann. Und vor allem bringen wir dabei wirklich jede Menge auch anekdotisches Wissen mit rein. Ich selbst beschäftige mich seit bestimmt 8 Jahren mit dem Smart Metering, mit den damals veröffentlichten technischen Richtlinien, dann natürlich auch mit der Regulatorik, spätestens seit Einführung des Messstellenbetriebsgesetzes 2016. Und dementsprechend habe ich auch jede Menge Hintergrundwissen zu diesen ganzen diversen Themen mit reingesteckt in diesen Online-Kurs. Wie immer, ganz am Ende, wenn ihr die Prüfung dann auch alle bestanden habt, dann kriegt ihr hier auch ein Teilnahmezertifikat. Mein Login hat das noch nicht gemacht, deswegen kann ich das hier auch noch nicht runterladen. Solltet ihr dann nochmal ein richtiges Teilnahmezertifikat haben wollen mit Name, einzelnen Themen, die hier drauf kamen, wann ihr das bestanden habt und so weiter, könnt ihr uns, nachdem ihr es bestanden habt, hierüber auch direkt noch eine Nachricht schicken über euren User und dann kriegt ihr auch noch ein eigenes Zertifikat zum Ausdrucken und Einrahmen oder was auch immer ihr damit machen wollt, ist, denke ich, auch ganz hilfreich, wenn ihr euch mit diesen Themen beschäftigen sollt, über euren Arbeitgeber zum Beispiel. Damit haben wir jetzt also wirklich zwei nochmal interessante Sachen geupdatet. Einerseits unser Beginnerkurs, der für die absoluten Beginner gedacht ist, ist es einfach erweitert, länger und bringt deutlich mehr Inhalte. Und unser neuer Fachkurs Smart Metering, der ist eben genau für die Kollegen, die sich fachlich damit beschäftigen sollen, was da im Hintergrund passiert, genau das Richtige. Das könnt ihr alles über n1f.de beziehen, unsere Seite, wo die E-Books und die Online-Kurse gehostet sind. Dort findet ihr ja auch unsere Blogbeiträge, da kommen in Zukunft auch wieder ein paar mehr. Und solltet ihr irgendwann auch nochmal Fragen haben, nachdem ihr die Produkte durchgeoutet habt, haben wir hier auch nochmal ein internes Fragenforum. Da könnten dann die Sachen entsprechend gepostet werden und wir können dann drauf eingehen. Soweit eigentlich dazu. Habt ihr irgendwelche Fragen zu unseren Online-Kursen oder anderen Produkten, dann gerne jetzt hier unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.